Matze? Ja, ich habe mal gerade einen kleinen Cut gesetzt. Ach so. Darfst du mich sagen? Ja, kann ich machen. Du hast mir jetzt nur in den letzten Cut halt auch reingelabert, weil ich gedacht habe, du bist ruhig, warst du aber nicht. Ja, darum ankündigen so. Ja, wollte ich dann, ja nicht, weil ich gedacht habe, jetzt das geht, ohne dass ich viel sage. Aber nein, du hast ja wieder kaputt gemacht. Nein, das geht nicht. Ich laber immer. Das ist. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Nicht mal eine Sekunde. Kann der mal eine Minute die Klappe halten? Genau. Entschuldigen Sie bitte, aber könnten Sie mal ganz kurz die Fresse halten? Alter, was ist das denn? Das sind Vögel. Daraus wurden später Terrorbirds entwickelt. Zumindest sind es Vögel, die Terror machen. Später. In anderen Spielen, Jahrzehnte später. Jahrzehnte später. Ach so, so. Das ist dann die Entwickler das dann weiter gemacht haben. Ja, ja, okay. Nervige Vögel und daraus wurden dann Terrorbirds erfunden, ne? Mhm. Ah, jetzt sehe ich dich auch wieder in meiner Gruppe. Das ist doch schön. Ja, perfekt. Jetzt weiß ich, dass du da bist. Beruhigt dich das jetzt? Nö. Ganz im Gegenteil. Na, hast du weiß gelootet? Ja. Da geht's dir aber auch ein bisschen durch mit der Loot-Gier, hä? Es sagt nichts. Jetzt, wo ich den Buff mal ein bisschen hochgelevelt habe, ist das mit dem Schaden übrigens schon viel erträglicher. Das war, glaube ich, ganz gut. Das ist natürlich auch noch ein Ding. Ich könnte ja natürlich meine 8 Attributspunkte mal vergeben. Vielleicht mache ich dann auch mehr Schaden. Du hast was? Ja, weil ich noch mal ein bisschen abwarten will, was für Items kommen, ne? Wo ich die was Attributspunkte. Ja. Ich bin da sparsam. Und ich wundere mich, dass der keinen Schaden macht. Naja, wenn ich das, wie ich es plane, auf Geschicklichkeit. Red dich nicht raus, es hilft. Dann mache ich das doch einfach mal, das macht Sinn. Ja. Oh, ich habe noch 8 Attributpunkte, ich warte noch ein bisschen. Lass den anderen doch sterben so lang. Ja, das war mein Plan. Ich krepiere hier, weil ich vorne stehe und du machst keinen Schaden. Ach, keinen würde ich nicht sagen. Ich habe nur 8 Attributpunkte. Oh Gott, warum soll man so verschwenderisch sein? Vielleicht, vielleicht finden sie ja noch an Wert oder so. Ja, wer weiß. Genau. Kann ja sein, dass das hier so verzinst wird und... Was war nochmal die Taste, um hier den Loot anzuzeigen? X oder Y? X war das, ne? Y macht alles und X hat eine Filterung. Da wird das Weiße nicht mehr mit angezeigt. Ja, okay. Dann kommst du nicht in die Verlegenheit, diese tollen weißen Items zu looten. Ja, ich weiß es doch, wo es doch schon nicht mehr erwartet war. Guck mal hier, endlich wieder ein Brunnen für dich. Das ist mein Hain. Mein Hain, der gute Hain. Da müssen wir jetzt diesen Olivenzweig oder sowas suchen, gell? Irgendwas war da doch. Der gute Hain. Hain blöd. Ja, warte mal, ich glaube, der Olivenzweig ist oben. Ja. Ja, wir müssen hoch. Das hier ist der Hauptweg. Gehen wir gleich mal zurück. So, guck mal bitte, ob du in meiner Gegenwart 15% mehr Leben hast. Nur, dass wir es mal verstehen. Ja, habe ich. Gut. Und danke für die Wildsau. Auch 15% mehr Wildschwein, ja. Sehr schön. Reichen dir 15% erstmal, oder? Ich will da jetzt nicht unbedingt so viel von Beginn an draufhauen. Ja, 15 sind halt 200 Punkte, sowas. Also, das ist doch schon mal gut, oder? Ja, besser als nichts, ne? Das Problem ist halt, wenn ich dann aus irgendwelchen Gründen, weil ich fliehe und schon Schaden habe, was passiert dann? Du wirst nochmal getroffen und verreckst. Ja, das ist jetzt echt ernsthaft die Frage. Was passiert denn dann? Wenn ich eigentlich nur noch deinen Rest übrig habe. Nee, ich denke, das geht anteilig runter, oder? Ja, eigentlich kann das ja nicht. Dann bist du instant tot. Dann musst du in meiner Nähe bleiben beim Wegrennen. Ich fall um. Träumchen. Lustiger Skill. Wenn dem so wäre, würde es mir sehr gefallen. Ja, dann würdest du immer, wenn du siehst, ich bin halb tot, würde ich wegrennen und würde dich aktiv töten, ja. Wo ist denn hier? Profi, mach doch mal mit wieder. Nochmal falle ich da nicht drauf rein. Das hat nur wieder übles Nachspiel. So, wo bist du denn? Oben. Oben.
Huch, Black. Ach, dieser Scheiß. Ach. Ciao, ich muss weg. Ich auch. Wir lassen das Wuffy machen, ja? Ja, Wuffy Tank, genau. Nee, doch kein Giftschaden, bitte. Kann ich doch nichts gegen machen. Mal stehen. Hey, dann tank du doch mal ordentlich. Wenn du wegläufst, dann kann ich auch keinen Schaden drauf machen. Ich muss aber weglaufen, sonst musst du alleine kämpfen. Ach. Machen Sie mal nicht so. So. Ich nehme die königliche Truhe, ne? Mach das. Ach, schön. Was denn? Nichts. Aber ich habe immerhin die arkane Formel rausgelotet. Wie fies. So, haben wir denn irgendwas Schönes? Guck ich gerade. Ja, nichts, was ich tragen kann hier. Gehst du jetzt auf Stärke? Brauchst du einen Kampfhelm? Ja, also das ist prinzipiell nicht verkehrt. Stärke, Geschick. Sagt der mit 140 Intelligenz, wie gesagt, da hauptsächlich da oben. Und dann kann ich dir alles droppen, du kannst bei fast allem gucken, ob du es tragen kannst. Dann weg. Da siehst du mal. Also, Matzes Lebensbuff wird vom Max Life abgezogen. Die momentanen Leben bleiben davon unverändert. Schade. schade. Was? Glaub's ja wohl nicht. So, tauschen wir den ganzen Schrott nachher in der Stadt und machen erstmal weiter, oder? Ja, sei denn, du hast jetzt was richtig Gutes, aber ich denke mal nicht. Ja, nö. Richtig gut, nö. Ich liebe ja meine Stiefel, die da Geschwindigkeitsboost wieder drauf haben. Miau. Kann noch ein bisschen mehr. Das ist nur ein Regenerationsding, gell? Na egal. Dein Hain! Der Baum der Hain. Ist unverletzt! Der Hain hat überlebt! Ja, perfekt, ne? Haben wir gut gemacht. Ich würde mich ja echt freuen, wenn ich mal so mehrere Pfeile und solche Dinge jetzt könnte. Mehrere? Ja, dass man das dann mal so genau ähnelt, ne? Das ist ja schon alles noch ein bisschen piu piu. Oh, ich war zu langsam. Ja, gut erkannt. Oh, werd nicht frech. Kannst du dich noch an den zweiten Akt erinnern? Ich weiß, dass es noch so einen in so einer griechischen Tempelanlage gab, wo so grüne Schlingpflanzen und sowas waren. Aber das dürfte der dritte gewesen sein. Ich kann mich an einen hinten raus, ja, das war aber nicht griechisch, das war eher so asiatisch. Am Ende ist man doch in Asien gewesen. Das war am Ende, das meine ich nicht. Ich meine schon, dass man auf eher so eine Art, ich nenne es mal blöd, auch wenn griechisch nicht passt, aber so eine Art, ja, Pyramidenanlage vielleicht. Ja, dann ist es Ägypten. Vielleicht war es Ägypten. Man geht ja durch die verschiedenen Mythologien, geht man ja. Jetzt sind, momentan sind wir ja in der griechischen. Ja, gut, nee, dann kommt ja die ägyptische, aber. Und dann wird das wohl Ägypten sein oder so? Ich weiß es halt nicht. Am Ende ist Asien auf jeden Fall, die asiatische, chinesische hauptsächlich, glaube ich, war. Genau, dann kommt das ja auf der Mauer noch, ne? Genau. Da ist man dann auch noch auf der großen Mauer und so Späße. Aber ich weiß nicht mehr. Hier links ist eine Höhle, wo man. Ja, komm erst. Ich weiß nicht mehr, was jetzt. Da muss der zweite wohl Ägypten gewesen sein, aber ich habe keine optische Erinnerung mehr. Ich habe keine Bilder mehr im Kopf. Pflanzen gibt es in Akt 3. Dann müsste der Akt 3 in der Tat das ägyptische Teil. Nee, der Akt 3 war das mit dem Pflanzen, das war Babylon. Asien. Babylon. Babylon. Das war Babylon, ja. Was, Babylon?
Ich weiß es nicht mehr, so lange her. So oft gesuchtet und alles vergessen. Ja, es ist 11, es ist, ja, jein. Ich glaube, wenn man da jetzt durchläuft, dann sagt man, ach ja, ja, klar. Aber so jetzt aus dem Stegreif nach 11 Jahren sich dran zu erinnern, ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Also. Ich weiß noch, irgendwas ja war noch mit der Terrakotta-Armee, mit Terrakotta-Kriegern in einem... Ach, die Terrakotta-Armee, aber das ist ja auch Asien. Das passt ja alles in den dritten Akt dann. Bling, Erfahrungsschein. Ja, dann mach mal, dann leg mal los. Rennen. Nicht looten, rennen, du hast Erfahrungsschein. Ich muss looten. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht anders. Ja, du kannst ja nicht alles. Dann loote und lass den Erfahrungsschein. Also so war das ja. Man läuft aus dem Zweistromland nach China. Ja. Da ist doch ein ordentlicher Suchti hier im Stream-Chat, hä? So. Was, der Stream-Dodo hat der es jetzt gekräht? Wie, der Stream-Dodo hat der in Dings? In Discord oder wo? Welcher Stream-Dodo? Echt? Der im Discord? Oh, das ist ja doof. Ich meine, ich habe einmal zwischendrin neu gestartet, dass der dann da nochmal normal hätte krähen müssen oder so, aber das ist ja... Was ist denn hier los? Ach, guck mal da. Mein Gepäck ist voll. Dann komme ich jetzt ganz gemütlich abräumen. Hör auf! Tja. Nee, wir tauschen jetzt eh aus. So kann es gehen. Hier noch fertig. Oh, eine schöne Rüstung. Der Bot war sehr pünktlich. Ja, was denn jetzt? War er pünktlich oder nicht? Oder war das Ironie? Er ist schlecht erzogen. Kam also gerade erst die Info, dass dein Stream läuft. Schlecht erzogen. Okay, ich gehe da mal davon aus, dass er also nicht pünktlich war. Das ist aber doof. So, hier, komm. Hm. Machen wir mal das hier. Ja. Wo geht man hin? Magera? Ne, Megara? War da ein Händler? Ne, Moment. In Helos war nur eine Kiste, ne? Ach, egal. Ich gehe nach Megara. Mal gucken. Megara? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was Megara war. Aber ich glaube, das war das mit dieser etwas größere Stadt mit der Kiste auch unten. Jawohl. Oh, ich habe die totalen Lecks wieder, ne? Auf jeden Fall sind hier Händler. Willkommen, ein edler Krieger wie du. Ich bin sicher, dass ich genau das habe, wonach du suchst. Ich habe hier nur Mili-Sachen. Ich schmeiße das einfach alles hin und du suchst dir selbst was aus. Schmeiß es mir vor die Füße. Ach, du meinst es nicht. Hier, lebe komm. Wohl! Hauptsächlich Oberkörperrüstung und so ein Spaß. Da habe ich eine interessante. Ja, ist die interessant? Weiß ich nicht. Ich muss eh erstmal verkaufen, um ein bisschen Platz zu. Eigentlich, außer dass sie viel Rüstung hat. Wie gesagt, ich habe eine ganz beschissene. Nee. Ich nehme auch gerne eine mit viel Rüstung. 40 Rüstung, 8% Blitzwiderstand, mehr kann die nicht. Finde ich gut. Findest du gut. Ich habe eine mit 22 Rüstung. Ich werf dir alles hin und es ist mir alles wurscht. Die Intelligenz-Sachen, die verkaufe ich, ja? Mhm. Also die Intelligenz erfordern. Ja, ich habe viel Intelligenz. Ich habe sehr viel Intelligenz. Ja, komm, hier, ich werf meinen ganzen Bauchladen hin und werf glücklich damit. So, dein Problem jetzt. Ich kann doch nicht jetzt hier dreiviertel Stunde. Doch, kannst du. Traum. Erforderlich Stärke 126. Alter, du meinst es nicht, ey. Schund hier. Noch kein Müllschlucker. Doch. Nichts Falsches. Hab ich schon, oder? Ja, hast schon. Und zu spät. Okay, also die Handschuhe heben wir auf. Warte mal. Alter, ich weiß doch gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll hier. Ah, das kann weg.
Moment, die haben 36 Rüstung, die haben 40 Rüstung Feuerwiderstand, die haben dafür Energie, Energieregeneration. Die haben 143, die haben 26, dann kommen die weg. So. Ich habe noch diesen blöden Olivenzweig, den werden weg. Wir auch gleich noch los, oder? Weg. Ich weiß es nicht, wo wir den hinbringen müssen. Das haben wir bestimmt irgendwo verpasst jetzt. Ja, schau mal in die Nebenquests. Oder die Quests gute allgemein, Reise. Dann steht das ja bestimmt irgendwo. Deine Rüstung bin ich zu schwächlich. So, Timon hatte gesagt, dass es sich gehört, ein Opfer zu bringen, wenn man das Orakel von Delphi aufsucht. Der Olivenzweig vom Heiligen Baum pulsiert mit einer wohltuenden, geheimnisvollen Wärme. Bringen Sie ihn zum Tempel des Apollon in Delphi, da kommen wir noch hin. Okay, da müssen wir also den hinbringen. Okay, die Verteidigung. Alter, wie viel Stärke brauchen wir denn dafür? Okay. Widerstand, Gesundheitsregeneration. Achso, ich wollte mal nach meiner arkanen Formel gucken, ob was wir da jetzt noch für Energieregeneration. Ach, komm, weg damit. Reines Gefieder. Und Schildkrötenpanzer. Hast du noch Schildkrötenpanzer, reines Gefieder und Essenz von Artemis Bogensehne? Erkranktes Gefieder. Schildkrötenpanzer habe ich einen. Ja, das bringt mich noch nicht weiter, aber ich würde es nehmen. Ja, ich würde es auch nehmen. Brauchst du es denn für dein Artefakt? Für deine arkane Formel, Entschuldigung. Das weiß ich noch nicht, was ich brauche, muss ich ganz ehrlich zugeben. Naja, dann sammeln wir erstmal weiter. Ich habe hier mittlerweile 3 arkane Formeln. Berührung des Narren. Fähigkeitsstörungsschutz, Energie, Zaubergeschwindigkeit, das bringt mir gar nichts. Lebensentzug, Lebenskraft, Schadenswiderstand. Angriffsqualität, das ist interessant. Und das Blattlied, Giftwiderstand, Energie, Angriffsqualität, Energiekosten. Also ich würde den Phantomwächter nehmen und dafür brauche ich Archimedes Spiegel. Ich kann das für dich tragen. Und Eisnova Schriftrolle. Jo, das alles ist eher in ferner. Na gut. Ferner. Deine Sachen sind bei mir sicher. Ferner. Zukunft. Das ist sehr, sehr bitter. Ich habe hier irgendwie viel zu viel. Ich muss das mal. Im Offscreen werde ich mal ausmüllen. Entmüllen. Ausmisten. So, komm, dann lass uns mal schnell weiterschnitzeln. Mal schnell, okay. Kombiniert die Artefakte, Relikte und so weiter. Ja, geht ja noch nicht, wenn wir nicht 5 haben. So. Nein, du kannst auch untereinander kombinieren, wenn du die gleichen ein paar Mal hast, dass du die stackst. Ja, aber wenn ich 3 Stück habe, kann ich sie doch nicht stacken. Doch, kann kannst du. Ja, wenn sie fertig sind. Nein, du kannst es jetzt schon stacken. Wie das denn? Legst sie in dein Inventar, das geht nur in deinem Inventar, nicht in der Kiste. Dann klickst du rechts drauf und ziehst sie übereinander. Ach so? Ja. Hast du deinen Lebenspuff an? Ja, hast du. Mein Lebenspuff. Deinen Lebenspuff. Ja. Ich bin irritiert. Den Puff des Lebens. Nur bei Matze. So, komm. Was meinst du? Ich weiß nicht, was du meinst, aber es macht mir alles gerade Angst. Damit. Oh, diese Schildkröten nerven vielleicht was. Letztens 3 Stunden lang drauf rum auf denen.
Also vor allem du. Ja, und sie lassen ja noch nicht mal einen Schildkrötenpanzer fallen. Nein, tun sie nicht. Komm mal hier runter, Junge. Hier oben ist ein Frostschrein. Wenn du herkommst, dann können wir uns den schnappen und dann gehen wir runter. Genau, und dann gehen wir runter. Dann stirbt er auch viel schneller. Guck, wie schön langsam der ist. War da noch was, oder? Nö. Nö, dann geht's hoch. Miau. Dieses blöde Okrakel. In Delphi. Wir werden doch endlich mal ankommen. Ein Restaurant für mein Sims 4 Gameplay. Matzes Lebenspuff. Ja, was soll ich da jetzt noch zu sagen? Ja, ja, ja. Oha. Unteres Delphi. Wir kommen der Sache näher. Ciao, 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 ciao. Matze? Ja? Matze? Ja? Wo denn? Da. Also ich habe 20 Säue an mir dran und der... Ja, du warst plötzlich Delphi. Weg. Wir kommen der Sache näher. Jo, jo. Was soll ich sagen? Das sind ja die Fakten. Ich glaube, das alles nett. Voll auf den Falschen. Feuerschwein, magst du? Gerne. Wenn ich mal anklicken könnte. Du kannst dich aber, wie gesagt, auch immer in den Schrein mit dazustellen, ne? Weil dann, ja, ja. Das tut das auch. Sagt ja, ja und macht's nicht. Ja, es war ja schon zu spät, als ich ja, ja gesagt habe. Ja, ja. Oh. Miau. Hör mal auf mit dieser Nonsens-Konversation hier. Bräuchte mal eine neue Waffe, habe ich das schon mal gesagt? Ich bräuchte mal ein neues alles. Also, ehrlich gesagt. Irgendwie ist mein Held total renovierungsbedürftig. Was musst du noch holen? Den Bogen von Robsi. Ja. Der Robsi, der kann auch mir mal eine Nahkampfwaffe besorgen und so. Dann macht hier unseren Lieferant, weißt du? Ja. Das ist so ein Haus- und Hoflieferant. Jo, Moment, da war glaub was. Ja, nimm dir doch erst den Brunnen, wenn du noch nicht hast. Du wirst den brauchen. Hab ich. Ich meinte hier. War hier nicht irgendwas? War hier doch. Ja. Und zwar eine gute Situation für einen kleinen Cut. War das alles? Ja. Na gut,